Jo Freunde, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück. Nach einer Woche geht's mal wieder weiter. Ja, ich weiß und Halleluja. Bei uns ist hier gerade völliger Abklang. Ich sehe gerade aus dem Fenster und sehe meine Stadt nicht mehr. Gut, was soll's. Aber wir machen weiter mit einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Jetzt habe ich schon wieder glatt den Titel vergessen. Tja, kommt davon, wenn man so lange nicht mehr aufgenommen hat. Aber wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei der inneren Macht. Und wollen hoffen, dass wir nicht diesmal wieder von Edelstein erschlagen werden. Rebellion! Ja, das denke ich mir auch so. Machen wir völlig random hier. Natürlich als zweites. Wow, echt jetzt? Ja, ich bin sowas von. Wirf eine Karte, beschwöre ein Fusionsmonster, das würde schon von der Extra-Deck verändert bei Monster von einer beliebigen Spielhütte als Fusionsmaterial. Wahrscheinlich um ihn hier. Elementarheld Neos plus Regenbogendrache. Muss ich ihn dazu bringen, seinen Regenbogendrachen aufs Feld zu bringen. Füge hat ein Elementarheldenmonster zu. Wow. Hahaha. Können Sie ja mal probieren. Das Ding hat eh bloß 1,8, deswegen. Zack. Hau mal seinen Monster doch gleich mal weg. So, Memphis 2. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir im heutigen Duell einfach mal mehr Glück haben. Es sei denn, er ruft natürlich jetzt wieder seinen Topastiger, wollte ich gerade sagen. Aber nein, er wagt einen direkten Angriff. Es graust mich jetzt schon wieder, wenn er seinen Topastiger aufs Feld bringt. Aber hey, yay. Damit zählt er als Elementar halt Neos. Wobei mir der echte Neos, denke ich mal, jetzt viel lieber wäre. Aber gut. Ich hatte ja gehofft, dass er nicht, obwohl hier steht ja auch, dass er eigentlich nur seinen Namen. Aber wow, ach stimmt ja, weil er den Namen annimmt, wird ja. Läuft, also daran haben die Macher auch gedacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, hoffen wir, dass er weiterhin nicht seinen Topastiger aufs Feld bringt, ansonsten sind wir wieder. Gut, das ist die Smaragdschildkröte. So viel wissen wir ja schon mal. Ich überlege gerade. Ja, für den Entzug und so und. Ich meine, wie gesagt, wir probieren es mal. Genau, das konnte ich mir nicht denken. Ja, wenn er jetzt in dieser Runde keinen Topaz-Tiger ziehen sollte, können wir unseren Neos zumindest rufen. Hoffentlich, hoffentlich. Puh, hab ich ein Schwein oder was? Machen wir erstmal eben diesen. Hey, wir machen es uns sogar ganz einfach. Ich würde jetzt schon gerne das so machen, weil zerstört natürlich bloß alle offenen. Aber hey, komm. Wenn ihr wagt, der nicht gewinnt. Neos, du darfst gehen. Dann machen wir nicht die Oberseele. Ja, ich denke mal, das sollte diesmal alles so klappen. Und einfach mal damit. Wilde Karte 400, die den Gegner kontrolliert. Hey! Flare Scared bringt uns da auch sehr gut weiter. Dann wollen wir doch mal. Meins. Oh, diesmal war es Mammut. Hätte ich also auch so wegbomben können, aber gut. Ich bin eher der Spieler, ich greife mit dem stärksten an, um einfach sicher zu gehen. Und jetzt drücke ich ihn ordentlich warten.
Bams. Ja, also wenn er im nächsten Zug jetzt nichts machen kann, dann haben wir das Duell doch tatsächlich noch gewonnen, Leute. Wow. Ich bin ja irgendwie schon glatt enttäuscht. Beim letzten Mal sind wir so niedergemäht worden von ihm. Und jetzt holen wir uns erstmal noch ein paar Lebenspunkte. Bams. Sag ja, das ist schon echt irgendwie schade. Okay, sein Kobalt will er nicht hin unten hinpacken. Gut, dann will er das Duell wirklich beenden. Tja, damit hätten wir ihn besiegt, Jesse. Oh ja, jetzt kommt das mit Abstand ekelhafteste Duell eigentlich. Wow, wir haben den Regenbogen-Finsternisdrachen bekommen, denn der oberste König kehrt zurück. Wir dürfen uns jetzt gegen Jubel stellen. Mal sehen, ob wir der ganzen Sache gewachsen sind. Ja, stimmt ja. Also gerade so dieses Ende hingegen fand ich damals sehr interessant. Lichtstrahl Hexer. Natürlich als zweites wie immer. Aber bei Jubel ist das Problem, sobald sie sich selbst aufs Feld bringt und schafft ihre zweite und dritte Form aus Holz zu bringen, können wir eigentlich das Duell schon als geliefert einstanzen. Oh, Backe. Sie hat auf jeden Fall schon mal sich selbst ihre zweite Form aufs... Oh, Backe. Oh, Mann. Weil sämtlicher Schaden, den sie nehmen würde, weil Jubel hat eine Angriffskraft von 0. Falls das außerdem was gegen einen Gegner kämpft, solange dieses Monster auf dem Spielfeld liegt, werden seine Effekte nur während der Battle Phase annulliert. Behalten wir mal auf. Können wir nämlich noch sehr gut gebrauchen. Das Problem ist jetzt gerade... Ich probiere es einfach mal. Hier haben wir ja unseren... Und natürlich werden wir genau die Karte, die ich erhofft habe, dass wir diese haben, nicht drin haben. Warum, Jaden? Warum? Zu kannst du Fusionsplan extra vorzeigen, dann lege das in deinem Main Deck auf den Friedhof. Der Name dieser Karte bis zum Endfeld ist der gleiche wie der Friedhof gelegten Monsters. Schick, aber wir nehmen uns einen Clayman. Um uns erstmal eine Verteidigung aufzubauen. Rakiki-Brecher, ey, echt jetzt? Ach, komm schon. Ja, Regenbogenschleier könnte für Jubel gut werden. Ja, Monster ist es. Ah, das ist mies. Das ist mies, ja. Brutales Kolosseum, Alter. Man muss angreifen. Och, hör mir auf. Muss da... Bitte was? Bitte was? Toll, ich kann wie gesagt nichts machen, Alter. Habe ich, dass er meinen Clayman jetzt runtergebombt hat? Ja, solange wir mal Monster im Verteidigungsmodus sind, bin ich sicher. Ja, wahrscheinlich nimmt er gleich wieder Monster. Yep. Mystische Tomate.
Na, klasse. Das wird ein haaresträubendes Duell. Wenn ich die finstere die Tomate zerstöre, weiß ich ganz genau, was da gleich auf dem Feld passieren wird. Würde ich auch gerne aktivieren, aber ich habe die beiden Karten dafür auf der Hand. Das nützt mir nicht wirklich viel. Ein Teilmonster plus ein finsternes Monster. Aha. Da steht nochmal. Da steht. Um ihn zu beschwören. Wähle ein Elementarheldmonster plus ein finsternes Monster als Fusionsbeschwörung. Kann ich einfach. Aha. Diese Karte hält 100 KP ist Elementar. Okay. Versuchen wir mal unser Glück. Bada boom. Ja, hier kommen. Schmeißen dafür sogar extra den ab. Immer die Tomate dafür. Eskiado. Sagt mir mal, aber überhaupt nichts, die Karte. Wenn ich ganz ehrlich bin, also ich kann mich auch nicht irgendwie an daran erinnern, dass in der Serie vorgekommen ist. Bam. Ah, gut. Ja, ja, Monster wieder. Zauberkarte, oh. Was passiert jetzt? Nichts. Finde ich ja schade. Nur eine Super Poli. Warum nicht? Nein. Battleface muss ich ja. Nein, möchte ich aber immer noch nicht. Ach, das wird jetzt wieder ekelhaft. Nein, nein. Einmal bitte danke. Einmal nochmal bitte danke. Und Battleface beenden. Danke. Monsterkarte. Natürlich wird er die einzige Monsterkarte, die ich in der Hand habe. Ah! Ja, wir könnten es sogar diesmal schaffen. Also diesmal ist gut, also gleich beim ersten Run. Nein. Nein. Nein, immer noch nein. Face. Hm. Ja, möchte ich unbedingt. Nein. Angriff. Ach nein. Oh, verdammt, und ich muss jetzt angreifen. Dammit. Wobei. Bada boom. Tja. Und zur Not hätte ich ja immer noch den Regenbogenschleier gehabt für den nächsten Zug. Das ist mies. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Das ist echt mies. Und das war's, alter Freund. Bam, wir haben Jubel weggeklatscht. Sorry, falls ich jetzt gerade zu schnell gedrückt habe, aber... Gemeinsam werden wir als Eins kämpfen. Mhm. Ja, das ist schade. Ja, da. Der ultimative Albtraum und Terrorinkarnation. Ja, das wäre nämlich die zweite Form und das wäre die letzte Form gewesen.
Na gut, Freunde, wir haben noch zwei Duelle vor uns, aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen. Ich möchte ja noch ein bisschen was von der ganzen Storyline für später rausholen. Deswegen schauen wir uns einfach mal die Duell-Herausforderungen so ein bisschen an. Gucken wir mal so. Ja. Oder Herausforderungen können wir hier. Dein Deck wird sofort von 5 Karten gemacht. Ja, könnten wir mal so machen. Ja, was nehmen wir da? Battle Pack 2, War of Giants. Nehmen wir mal, ja. Knete direkt dafür. Okay. Oh. Hm. Das war das hier mit den Duellen. Einzelspieler-Battle. Guck mal, dass wir da noch ein bisschen was in die Folge drin packen, sonst ist es ein bisschen kurz. Bam. Okay, was haben wir denn da? Grabwinder? Okay. What the hell? Solange du zwei oder mehr Monster in offenen Ausmuster hast, kann dein Gegner deine Monster mit der niedrigsten Antikale nicht als Ziel eines anderes wählen. Fällt mal. Dafür bräuchte man auch noch Monster. Beenden wir einfach meinen Zug. Nein. Nein. Aha. Ja, aktivieren wir einfach mal. Ja, zack. Ist okay. Ja, ist jetzt nicht gerade so das Wahre. Sag mal so. Oh, ich klatsch einfach mal eine Urknallkanone auf den rauf. Also mit dem Deck bin ich jetzt völlig unterwandert, weil ich keine Ahnung habe, was in diesem Deck ist. Es hat auf jeden Fall Fusionsmonster, wie ich sehe. Mhm, mhm. Synchro beschwören tut er. Okay. Und was? Oh, Nummer... Nee, Xyz beschwören. Okay. Ja, hier komm. Rückst du mal die 5 zurück. Ich warte eigentlich eher immer noch die ganze Zeit auf ein Monster, aber gut. Nein. 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 Aha. Ah komm, hier. Wir drücken mal ein bisschen. Und zack, weg. 2000. 2000. Badaboom. Basu-Seenfresser. Okay. Mhm. Kann ich aber leider nicht zulassen, Freundchen. Also ja, bislang gefällt mir dieses Deck. Also ich finde es gerade echt witzig. Nordisches Ungeheuer, falls die Sicherheit durch Kampf zerstört auf den Friedhof gelegt wird, beschützt ein nordisches Ungeheuer-Spielmarken. Ah, hier. Immer jippen. Oh, Tocke! Affenkämpfer. Aha. Was macht der jetzt so schönes? Achso. Oh ja, komm. Warum nicht?
Ist da auch ein tolles Monster? Nein. Mit den Klingenkämpfer. Boster. Ich weiß nicht, so eine alte Karte ist, war damals einfach meiner Meinung nach die coolste Karte im gesamten Urzeit Yu-Gi-Oh! Game. Nenn ich es mal so. Wirbelcoverlist, wenn diese Karte. Ach komm hier. Immer jippen. Obwohl, ne. Wir wagen es. Hätte ja klappen können. Spricht halt ne Buster Klingenkämpfer ab. Na, was ziehen wir jetzt so schön mit? Yay, Sündenböcke. Also, sie sind top geschützt. Bin mal so der Meinung. Wir können die zwar bloß immer mit 400 platt machen, aber gut. Noch einer, yay! Ja, man sieht, diese Decks sind einfach völlig random zusammengemischt. Aber sie lassen sich irgendwie gut spielen. Na gut, könnte auch einfach dran liegen, weil ich jetzt mal die richtigen Karten gezogen habe. Kommt ja auch nicht häufig vor, wie wir ja mittlerweile mitgekriegt haben. Ich muss ja irgendwie die Zeit strecken. Sorry, Leute. Ach, Mann, oh. Aha, aha. 1800, ich bitte dich. Weg damit. Oh. Oh. Jetzt muss ich mir aber sowas von hart in Acht nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Masse an... Er beendet selbst. Bitte, was? Gut, ja... Also, ich habe diesen Zug gerade überhaupt nicht verstanden, aber gut. Ah, ich greife ihn mit 0 Angriff an. Yay. Ich habe ihn nicht verstanden, also, okay. Wenn jetzt den Ruder rumreißen, dann Respekt an ihn. Das kann ich in Exis beschwören. Ach, auch ein Leviathan-Drachen. Oder wenn's... Ne, Leviathan-Drache, sag ich schon. Oder wartet der jetzt? Ich bin so schnell gekriegt, dass ich gar nicht mehr auf den Namen geachtet habe. Ah, Leviathan-Drache. Und Rinder. Gut, Freunde. Das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne Wertung da. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir die GX-Kampagne beenden. Haut rein, Leute. Und ciao.